Was eine F***, ne? Egal, reicht mir. Ehrlich, danke. Echt? Ich schwöre, ciao. Was ist das denn für eine F***? Also, ich muss noch mal fragen bei allen. Was für eine F***? Frag bitte noch mal die Jungs, ob das wirklich... Ach, ist mir scheißegal, das Thema ist durch. Die kann mich am Arsch lecken. Herzlich willkommen bei Trash Course mit Tessa und Lena und zu unserer heutigen Besprechung von Are You The One? Folge 3 und 4. Und irgendwie finde ich, es war ein bisschen lame. Also klar gab es den einen oder anderen Aufreger, aber an sich... Ja, ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr erhofft, aber wir haben ja auch 20 Folgen vor uns insgesamt, also da ist noch einiges los, glaube ich. Wir starten mit der Party nach der ersten Matching Night. Und für mich ergab sich gleich eine typische Partysituation zwischen Antonino und Dustin, die dort standen mit Leon und Jessica und gleich mal abchecken mussten, du, wie steht sie denn überhaupt zu Mike? Hat sie jetzt Gefühle für ihn oder auch nicht? Und Leon nur so dastehen mit seinem Strohhalm. Aber schon ein bisschen mehr als mögen. Also Gefühl oder so gar nicht. Mike spricht dann auch nochmal Jessica auf dieses ganze Kussthema an. Wie intensiv war jetzt nun der Kuss? Und Jessica sagt auch nochmal, naja, also weiß jetzt nicht, ich muss mich eigentlich nie rechtfertigen. Und Mike findet es irgendwie übelst hinterhältig. Also das war so ja. Da gab es ja auch einfach keinen Punkt. Null und die sind auch nicht auf einen Nenner gekommen. Ich habe an der Situation schon gedacht, lasst es doch einfach, weil offensichtlich führt da kein Weg rein. Aber wir haben wir ja noch die ganzen restlichen 60 Minuten. Dana, William und Raffaela ist ja die nächste Dreieckskonstellation. Junge. Da wird gebuhlt um William. Warum bin ich auch verdammt nochmal so unwiderstehlich? Verstehst du? Übertreib nicht. Tja. Und er möchte sich aber auch nicht so richtig entscheiden, habe ich das Gefühl. Sagt zwar die ganze Zeit, nö, ich lasse mir hier keine Option offen, ich bin ganz normal. Ich finde aber schon, William, so richtig entscheiden tust du dich nur aber auch nicht. Nee, ich habe dann mir noch aufgeschrieben, das geht nochmal zu dem anderen Dreieck, um Leon, Jessica und Mike. Weil Leon, ich habe mir nur einmal aufgeschrieben, Leon sagt irgendwie so, er wirft ihr nichts vor. Und ich dachte mir so, Leon, was willst du denn jetzt auch Jessica vorwerfen an dieser Stelle? Hast du nichts vorzuwerfen, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Ja, und dann haut er auch noch so raus und das war so eine typische Situation. Zu viel, zu schnell, zu schön, zu doll. Ja. Wo er dann auch noch meinte, na, ich will, dass du bei mir schläfst, das willst du jetzt halt noch bei Mike schlafen. Jessica wieder. Nee, aber also, verstehen tue ich dort schon seit einiger Zeit nichts mehr. Aber Jessica ist immer in jeder Diskussion dabei, aber eben ohne Punkt. Weißt du, was ich meine? Die hört sich das alles an, aber sagt nie mal ganz klar zu Leon, nein, lass mich, heute Nacht will ich noch bei Mike schlafen oder so. So klare Aussagen trifft sie halt auch nicht. Und genau das ist ja auch das, was Leon am Ende dann so sauer aufstößt, weil er ja auch sagt, entscheide dich halt einfach. Ich bin ja nicht sauer, aber du musst halt einfach mal sagen, was du jetzt möchtest und nicht so ein Wischiwaschi. Aber auch das soll uns noch eine Weile erhalten bleiben. Saira nähert sich auch das denn noch vom Schlafengehen ein wenig an. Die hängen die ganze Zeit beieinander und er tut ihr gut. Mit der Saira läuft es richtig gut. Ich will jetzt aber auch nichts überstürzen, weil ich gehe die Sache halt voll locker an. Und ich glaube, man braucht halt bei ihr einfach Feingefühl und man muss ihr auch Zeit geben. Und Licht ausmachen. Der Dustin ist super, super lieb. Ich merke schon, er weiß, was sich gehört, was nicht. Ist auch ein bisschen vorsichtig. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Es ist alles cool. Es ist entspannt. Und das finde ich gerade mega harmonisch und freut mich voll und hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Du, fand ich süß. Keine Ahnung, wo es herkommt. Hat mir aber gefallen. Ja, ich dachte auch so, geil, Dustin, von dir hat man irgendwie die ersten 2 Folgen nicht wirklich was gesehen. Ja. Der Name ist zwar gefallen, aber dich irgendwie auf dem Bildschirm, ja,
hat halt aber nie stattgefunden. Ja. Und ich dachte mir noch aufgeschrieben zu dem Zeitpunkt, Dusty, geiler Typ, geht das alles super easy an und ist der Meinung, er hat halt auch das nötige Fallengefühl. Und erstmal sah es ja auch danach aus. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, Saira hat ja in den ersten 2 Folgen ihren Alter nicht verraten und das wurde nicht angegeben. Und dann, zack, in der Einblendung stand Saira 26. Ja. Habe ich mich auch kurz überrascht gefühlt. Nachts denkt sich der Max, wir hatten die Matching Night und ich habe gesagt, ich muss Kerstin erobern, ich muss einen Move machen. Und da wird ein bisschen gekrault am Rücken. Naja, ich möchte halt erobert werden. Aha. Also das wird sie auf jeden Fall in den nächsten Tagen zu sehen bekommen. Oh. Mir ist wahnsinnig wichtig, dass man schöne Momente zusammen teilt und die Zeit zusammen genießt. Ich habe mir sofort gedacht, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man machen sollte, wenn man sagt, ich versuche dich zu erobern, da einfach in der Nacht so sneaky da anzukommen. Vielleicht gleich ein bisschen too much. Und ich dachte so, Kerstin, die tut doch nur so, als ob die schläft. Hat sie ja dann auch gesagt. So, und dann lässt er aber nicht locker und dann muss sie eben auch nochmal sagen, nein, du, das fühlt sich richtig an. Er hat sie anscheinend noch mal unter der Decke so an sie rangezogen. Oh. Am nächsten Morgen ging es halt auch direkt weiter. Ich glaube, sie hat mit Dana dann drüber gesprochen. Mann, ich glaube halt einfach, dass die sexuelle Anziehung nicht da ist zwischen uns. Aber dann würde ich offen mit ihm darüber reden. Ich sage ihm einfach nicht, dass die sexuelle Anziehung nicht da ist. Nee, das würde ich nicht sagen. Also noch nicht. Ich hoffe ja, ich würde mir so wünschen, dass die kommt. Aber kommt sowas noch? Vielleicht bei der Challenge. Ja, ich weiß auch nicht, ob das noch da richtig platziert ist, weil ich hatte selten was erlebt, wo die sexuelle Anziehung noch nicht da war und dann kam. Also ey, aber freuen würde es mich. Ich habe mich das auch gefragt, so, ich habe direkt mal so bei mir kurz oben gekramt und dachte so, hä, hast du schon mal sowas, wo es dann doch noch kam, aber Nein. Aber es geht jetzt zum Spiel. Vielleicht kann ja da was passieren, hat sie ja auch gesagt. Es müssen wieder Anmachsprüche aus so einem Pool von Magneten zusammengeworfen werden. Und die Männer spielen um Dates mit Kerstin und Mon Ami. Vorher fand ich aber noch geil, da wurden wahrscheinlich ein paar der Jungs im Einzelinterview gefragt, so wie sie das so angehen. Jordi wieder mit einer legendären Szene, wie er irgendwie sagt, na, ich gehe erstmal arrogant auf die Frau zu, check sie von unten nach oben ab, hey, chick, ey. Naja, also ich mach das meistens mit Charme. Ich guck die Frau, ich gehe arrogant auf die Frau zu. Ich guck sie von unten nach oben an und ich lächle einfach. Cool, Jordi. Mach auf jeden Fall weiter so. Du wirst deine Traumfrau finden. So, definitiv. Ja, und dann kommen wir zu diesen Konstellationen, diese Sätze, die dort wieder zusammengebaut waren. Also von der cremigen Schnitte, ich direkt Diabetes. Also eigentlich finde ich es ja geil, weil ich glaube, sie haben da jetzt auch nicht so das beste Material zur Verfügung. Ne? Nee, damit also von Absicht, daher, und auch Sophia, wie sie sagt, naja, also so mich würde ich ja nichts catchen, wo ich denke, naja, mach mal erstmal besser vielleicht. Wäre vielleicht mal ein Vorschlag. Sowieso schon wieder Sophia mit ihrem Satz, mich würdet ihr damit nicht rumkriegen. Aber generell würde mich keiner von euch hier rumkriegen. Und ich denke so, ja. Es hat keiner danach gefragt. Du bist offensichtlich keine der 20 Singles. Und hattest ja da wahrscheinlich auch letztes Jahr mit der Maximilian so das Ding. Ich weiß nicht, ob es da so eine Anspielung war. Von mir natürlich jetzt an dieser Stelle nicht. Max muss sich ins Zeug legen und der geht auf Kerstins Bauchnabelpiercing, dass sie das irgendwie checken würde. Offensichtlich hat sie es nicht gecheckt. Vielleicht baue ich das Wort Bauchnabel mit ein, weil mir aufgefallen ist, dass sie ein Bauchnabelpiercing hat. Und deswegen werden wir das mal über die Schiene probieren. Denn sie hat sich für den Spruch von Mike entschieden. Also ich glaube, das ist ganz klar. Traumfrau, du bist eine Sehenswürdigkeit. Ah ja, okay. War aber auch ein süßer Spruch. Doch, also, die Mittel dort. Doch, fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und ist irgendwie auch klar gewesen, weil man hätte ihm das nicht zugetraut, dass Kerstin den nimmt, weil sie natürlich dachte, dieser Spruch kommt vom ganz artigen Max, aber turns out not. Mon Ami entscheidet sich für einen Spruch von Leon. Ja, okay, ich nehme Gummibärchen, darf ich dich küssen? Okay, den nimmst du. Ja.
Und sie sollte ja eigentlich Nino rausfinden, aber das war auch so knapp daneben. Gut, hat gut geklappt. Zurück in der Villa gibt Kerstin aber erst nochmal ihren Frustpreis und sagt, Max, du hast mir wirklich aber auch gar keine Mühe gegeben, ne? Also du hättest das wirklich besser machen können. Und er ja auch, dann hat mir schon wieder leid, weil er sagt, da saß da wie so ein kleines Hündchen. Ja, nee, es geht echt auf meine Kappe. Das war mein Fehler, wo ich mir denke, es ist halt immer noch ein Spiel, relax ein bisschen. Aber das war auch noch nicht genug von Kerstin, hat sich gedacht, jetzt bin ich mal im Flow, da kann ich es auch gleich ansprechen. Die körperliche Anziehung, die fehlt aktuell. Irgendwie fehlt mir was, weißt du? Mhm. Also man kann es ja jetzt nicht sagen, es ist so frisch und wir kennen uns jetzt erst so ganz kurz. Ich will dich auf jeden Fall weiter kennenlernen, wir können weiter uns unterhalten, aber eher, dass wir uns unterhalten und uns so kennenlernen als körperlich, weißt du? Ich kann diese körperliche Nähe noch nicht. Safe. Ja. Och, mein Herz ist mitgebrochen. Ja, sie will ihn noch weiter kennenlernen und Max ja wirklich, der saß ja wirklich nur damit. Ja, safe. So, es geht weiter zu Jessica und Mike. Da wird auch nochmal das 500. klärende Gespräch angestrebt. Menschlich gesehen fand ich es halt ein bisschen respektlos und unkorrekt mir gegenüber. Also ich sag dir ehrlich, von mir wird jetzt erstmal nichts mehr kommen. Wenn du wirklich Interesse hast und so, keine Ahnung, mich weiter kennenlernen willst, dann erwarte ich, dass das von dir kommt erstmal. Ich habe irgendwie aktuell voll irgendwie das Gefühl, so egal was ich mache, es ist halt falsch, es kommt falsch an. Deswegen, ich bin voll überfordert. Und da fand ich eigentlich erst Jessicas Einstellung ganz geil. Und sie sagt ganz ehrlich, Leute, wir sind hier bei einem Dating-Format. Ich bin hier niemanden eine Rechenschaft schuldig. Wir sollen uns hier alle kennenlernen. So, und mit diesem Satz geht sie ja auch zu Mike. Und Mike sagt aber trotzdem so, nee, also ich fand es schon ganz schön respektlos. Und ich dachte so, boah, Leute, ihr müsst euch wirklich super schnell hart entspannen. Und dann bringt sie sich aber auch wieder selber in die Bredouille, indem sie sagt, ja, also der hatte eigentlich keine wirkliche Bedeutung, der Kuss. Jessie. Ein schöner Kuss. Eigentlich habe ich den total gefühlt, hat sich schön angefühlt. Ja. Aber wie fasst Mike das zusammen? Es ist ein offenes Fragezeichen. Ja, so ist es. Und ich dachte mir, Leute, jetzt hakt doch jetzt einfach euer. Warte mal kurz, ich dachte mir aber noch so, Leute, hakt doch jetzt wirklich einfach mal euer Ding ab. Ihr seid No Match, ihr seid den vierten Tag jetzt dort oder. Ja, vierter Tag, glaube ich. Genießt doch einfach die Zeit und ab zu den anderen Singles. Weiter Leute kennenlernen. Ja, naja. Und offensichtlich scheint es ja nicht zu viben, wenn es jetzt halt schon so einen Mega-Stress gibt. Aber gut, ne? Hat man immer sowas, wenn man das schaut. Jetzt geht's aber erstmal zu den Dates. Mike braucht jetzt auch ein bisschen eine Ablenkung. Und es geht zum, wer hat erst gesagt, Weintesting. Wine-Tasting, Weinverkostung. Alle haben es nicht so ganz gefühlt, außer Kerstin meinte, oh, ich liebe Wein. Der Rest hat gesagt, die kannte sich ja auch komplett aus. Sie meinte ja auch noch, ja, eigentlich normalerweise spuckt man das ja aus, ja, ne? Und alle so, was, echt? Nein, aber wir machen das natürlich nicht. Wir lassen ja hier nichts verkommen. Und dann haut Mike noch raus. Oh. Nee, auf gar keinen Fall, damit du auch mal ein bisschen lockerer wirst. Nee, fand ich scheiße. So, als ob man mit so einem Spruch als eine schüchterne Person dann nochmal lockerer wird. Da fehlt vielleicht noch ein wenig das Feingefühl, liebe Mike. Ja, okay, ist immer so im Flow. Die kannte sogar auch die Tänze. Dann kam dann, weil natürlich kamen wieder so zwei Typen vorbei, haben ein bisschen hier rumgeklempert. Und es sollte getanzt werden. Leon und Monami direkt raus. Nee, tanzen eigentlich gar nicht mein Ding. Mike hat es noch irgendwie versucht. Die Einzige, die dort wirklich Spaß hatte, glaube ich, bei diesem Date, war Kerstin. Ja, aber hat mich für sie gefreut, dass sie da mal ein bisschen rauskommt. Ja. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in die Villa, denn dort wird auch ein kleines Game gespielt. Bierpong. Gab's auch und ich würde sagen, nee, habe ich, weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern, dass sie das mal gezockt haben. Fand ich aber geil. Ich auch. Für wen es nicht ganz so geil lief, glaube ich, war William. Wir sind beim Küssen auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Denn er muss erstmal einen Zungenkuss geben und sucht sich Dana aus. Raffaella steht ja auch noch nebenbei. Erstmal alles kein Problem, aber Dana hat plötzlich so einen kleinen Film geschoben und meinte nach dem ersten Kuss schon so, na, jetzt soll mal jemand anders. Wie so viel? Ja, okay, dann halt so, es reicht. Da. Gibt so. Doch jemanden anderen die Chance? Sag mal. Ja, doch, mit Frau küssen. Okay. Der ist nur nett gemeint.
Habe ich aber auch nicht so richtig verstanden. Ja. Will Dana jetzt irgendwie noch die Coole sein und ihn vielleicht auch damit nicht einengen? Und deswegen sagt sie so, ich will dir nicht das Gefühl geben, dass du jetzt nur bei mir sein musst, sondern teste dich ruhig durch, damit du dir dann auch sicher bist. Oder was das für ein Move halt sein sollte. Ich kann mir das vorstellen, dass sie halt einfach ihn jetzt noch nicht so an sich binden wollte. Aber er hat ja auch so gesagt, hat es eher als eine Ablehnung empfunden, als jetzt als so einen lockeren Freifahrtsschein. Naja gut, hat jetzt nicht so ganz für ihn was gebracht. Und auch Jessica wird erstmal gefragt, das wollte ich als Einleitung hier, damit ihr euch schon mal merken könnt. Jessica wird gefragt, mit wem sie sich denn vorstellen könnte, von den Männern in den Bum-Bum-Room zu gehen. Und ihre Entscheidung fällt auf Mike. Merkt erstmal keiner von Mike und Leon, weil beide sind ja nicht da. Aber da sollte es später nochmal ordentlich zur Sache gehen deshalb. Aber hallo, bei dem anderen Dreieck, was wir gerade schon angeschnitten hatten, William und Dana, es gehört natürlich auch Raffaela dazu. Und dann hatten irgendwie Raffaela und William ein ganz cringes Interview. Wo es dann nochmal, wo Raffaela dann auch so meinte, ja, warum hast du mich denn nicht geküsst? Dann hat man dieses verletzte Ego von William gemerkt. Er meinte, ja, ganz ehrlich, hätte es mich halt beim ersten Date genommen. Deswegen haben wir jetzt auch nicht geküsst. Und ich dachte so, wem gucke ich denn hier gerade zu? Junge, du bist über 30 Jahre alt. Ja, also, das fand ich auch total sinnlos. Die ganze Situation wird super sinnlos. Ja, vielleicht reden wir nochmal, weil er wahrscheinlich selber auch gemerkt hat, dass es gerade total over the top. So schießt übelst übers Ziel hinaus. Also es war richtig cringy, gehe ich mit. Mike und Kerstin haben nochmal eine Zweisamkeit und finden eigentlich auch ein paar Gemeinsamkeiten so in ihrem Leben. Hätte ich nicht gedacht, dass es so intensiv wird und dass wir auch so krasse Gemeinsamkeiten haben. Also kommen echt gut klar miteinander. Ich meine, gut, ne? Die Sachen, die gefragt wurden, reißt du gerne. Ja. Gut, Tessa, danke. Ich bin geflippt. Wenn du jemanden was fragst, ihr seid, also wirklich, Leute, ihr, die dort teilnehmt, ihr seid die Generation, die gerne reist, die natürlich immer Fernweh hat, dauerhaft, obwohl es bisher wahrscheinlich bis 18 auch nur Familienurlaube gab. Natürlich esst ihr gerne Sushi. Und wenn man euch nachfragt, ob ihr gerne Shisha raucht, gehört das euch bei euch zu eurem Standard-Tagesprogramm. Hobby, das ist eure ist Generation. Das? Ach stimmt, ja, Shisha rauchen ist ja ein Hobby, hatten wir das letzte Mal, ne? Ah, no front, Leute. Nee, wirklich no front, aber was sind das halt für Fragen? Also ja, reist du gerne? Nee, boah, hasse ich. Hass. Andere Länder, andere Kulturen, fuck. Ich weiß, aber andererseits sagt ihr auch so, was willst du halt da jetzt auch großartig? Ich meine, die beiden haben sich noch nie unterhalten, glaube ich, so. Nee, aber ich habe das ist so typisch bei diesen Einzeldates dann. Es war ja auch das Gleiche bei Monami und Leon. Ich weiß nicht, ob das dann auch, ob die das gesagt bekommen von der Produktion, dass immer gesagt wird, oh, naja, also das könnte schon irgendwie auch ein Match sein. Ein paar Gemeinsamkeiten haben wir ja. Also Leon, weißt du, was ich glaube mittlerweile? Und ich tanze auch nicht gerne. Ich glaube mittlerweile, das habe ich bei Monami und Leon festgestellt, weil ich fand, zwischendrin haben sie auch so gesprochen, dass es jetzt nicht unbedingt auf dieser krassen Schiene ist von wir müssen ein Perfect Match sein. Aber dann hat sie gesagt im Interview, wir könnten wahrscheinlich ein Perfect Match sein, weil, und da dachte ich, die Fragen, die die bekommen, sind bestimmt, warum denkst du, ihr könntet ein Perfect Match sein, selbst wenn du denkst, ihr könntet es sein. Und deshalb sehe ich das Ganze jetzt aus dieser Sicht, weil sonst flippe ich auch komplett aus. Und anders kann ich mir das nicht erklären. Dass es jeder denkt sonst. Also aber grundsätzlich muss man ja mal sagen, das hat man jetzt bei den Dates gemerkt und auch schon bei anderen und generell bei der ganzen Vibe in der Villa, die sind schon sehr drauf bedacht, von Anfang an in gewissen Plan zu fahren. Also da wird nie so sinnlos rumgequatscht, sondern was hast du angegeben, was hast du gesagt, was dir wichtig wäre, kommt ja später nochmal so eine phänomenale Situation. Super. Wusa. Gut, machen wir das mal weiter. Wir gehen wieder zurück in die Villa. Und mir ist als nächstes Dustin aufgefallen, der zwischen den Stühlen steht, weil er redet mit Isabel und du, Isabel ist locker und Ira ist eine Frau. Also Isabel ist halt wirklich sehr offen, was so körperliches angeht. Das hat sie mir auch vermittelt vorhin im Gespräch. Bei dir, ich würde halt so anders handeln, so, weil du halt ein anderer Mensch bist. Ja, aber das mag ich irgendwie auch nicht. Ich werde richtig krass oft so auf meinen Körper und so reduziert und auf so dieses Körperliche und das taugt mir gar nicht. Die Leute haben einfach dann keinen Respekt vor dir, weil du so aussiehst. Weil die halt sich immer so Sachen dabei ausmalen. Shut your shit and go away, Alter. Alter. Okay, ich weiß, was er meint, aber der Spruch war weird. Und
da habe ich das denn, ich fand ihn bisher die ganze Zeit eigentlich ganz niedlich so, weil er auch so ein bisschen zurückhaltend wirkte. Und dann fing es aber an, dass er meinte, auch mit Isabelle, da könnte halt locker easy was gehen, aber du, ich habe mir das abgewöhnt, weil ich will eigentlich Saira und bla bla bla. Und ich dachte so, Dustin, entspann dich. Diese Bauchbinde auch Herz gegen Hose oder irgendwie so. Ja, ja, ja. Aber ich fand selbst da es war noch alles so halb im Rahmen. Richtig. Ja. Ekelhaft wurde es ja dann erst später. William und Raffaella quatschen auch nochmal so ein bisschen Daydrinking-mäßig. Und Raffaella geht nochmal auf den Satz von William ein, dass sie ihn ja damals beim Date nicht gewählt hat. Mhm. Und dann meinte sie so, ganz ehrlich, das willst du mir jetzt vorwerfen, du hast mich ja praktisch jetzt beim Kuss auch nicht gewählt. Also wären wir ja theoretisch jetzt bei Null, wie man so schön sagt. Ja. Dann hat William aber wieder auch so nicht reagiert. Und ich wurde hinterlassen mit der Frage, was ist denn nun? Hat sie jetzt noch eine Chance? Soll sie weitermachen oder soll sie nicht? Weiß keiner. Hat sich selber beantwortet und hat sich gedacht, naja, keine Ahnung, so wie er auf mich gewirkt hat, soll ich es jetzt einfach mal weitermachen. Anders kannst du es auch nicht sagen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt ja das Unangenehme. Denn Dustin liegt mit Jordi auf der Liege und sie sprechen auch nochmal auf dem Daybed und sie sprechen auch nochmal über Saira. Saira ist eine Frau mit Qualität. Sie hat Qualität, Bruder. Ja, und? Ist ja nicht die erste Frau, die Qualität hat. Nein, Digga, sie hat besondere Qualität, Bruder. Vertrau mir. Chill. Vertrau mir, Bruder. Chill. Du musst sehen. Sagst du? Ja. Und Jordi ist sich sicher, die wird hier nicht rummachen mit irgendwer in dieser ganzen Staffel. Ist nicht so eine. Und Dustin ist sie aber sicher, du, ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, was ich machen muss. Na klar kann ich die küssen. Und ich dachte so, oh, was ist denn jetzt los? War einfach die ganze Zeit zu ihr ganz niedlich und so. Und ich dachte, krass, er respektiert das voll und so. Und er sieht das vielleicht genauso wie sie. Aber stopp an dieser Stelle. Was soll das? Es war halt alles eklig dran. Also diese ganze Szene, wo Jordi dann anfing mit, wollen wir wetten, du kannst sie nicht küssen und nicht anfassen. Ja. Lass ein Wett machen. Ja, okay. Sagst du, du schaffst es hier noch mit ihr rumzumachen? Ja, natürlich. Lang mir, 100er. Gibst du Huni? Ich schwöre. Hand, ich schwöre, guck hier. 100er. Huni. Wenn du schaffst. Ja. Ja, also sehe ich auch so. Ich werde es auch schaffen. Jungs, kommt mir jetzt nicht mit so einer Scheiße, es verstehen nur Männer. Nein, es wird auf keine Frau gewettet mit irgendeinem 100-Euro-Schein, dann geht zum Pferderennen, ganz ehrlich. Ich fand es richtig abartig. Ja. Und es sollte später ja auch nochmal zum Glück zur Sprache kommen, weil ich hatte schon Angst, dass das gar nicht rauskommt. Und Jordi, der dann sich dann noch wieder rausreden will am Ende dann, wo aufgestanden wird und sagt, ja, ganz ehrlich, auf eine Frau mit Qualität wendet man eigentlich nie. Ja, ja. Bruder, trust me, der Satz war zu spät. Ganz genau. Für mich kommt jetzt eigentlich schon die Max-Botch-Entscheidung. Ja. wie soll es anders sein? Kerstin und Mike werden natürlich nicht reingewählt, weil auch wäre auch kompletter Irrsinn, auch für mich. Ja. Und Monami und Leon gehen rein. Antonino auf der Couch. Oh, habe ein bisschen Angst. Ja, und Leon und Monami haben eigentlich auch Schiss, weil beide wollen natürlich dieses ganze Format und Projekt noch nicht verlassen. Und denken so, scheiße, was ist, wenn wir jetzt wirklich ein Match sind? Eigentlich gar keinen Bock beide, aber turns out. Oh mein Gott. Bist du glücklich? Guck mal. Ja. Krass. Ja. Okay. No match. Und die erste Frage, bist du glücklich? Ja. Ich habe mich aber auch gefreut für die beiden, dass sie noch drin bleiben dürfen. Natürlich kacke für die Gruppe, aber ja. Dann darf Raffaella plötzlich auf ein Date. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe. Okay, ja. Also ich würde William nehmen. Oh. Gute Wahl. Nee, aber ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich hatte komplett das gleiche Gefühl und dann war ich da, dachte ich aber auch so, ob er jetzt voll zu faul, um da mal zurückzuspulen. Der war auf jeden Fall hoch auf ein Date, auf die Boom Boom Room Terrasse und schnappt sich natürlich William. Vielleicht auch von der Produktion so ein bisschen so eins, hier jetzt hast du mal deine Chance, jetzt klärt das vielleicht mal endlich irgendwie unter euch, was denn da jetzt ist. Und Dana, die ja noch einen Tag vorher beim Bierpong gesagt hat, du, alles locker easy, mach, was du willst. So, wir sind kein Paar hier drin. Nervt es plötzlich sehr.
Einfach ficken und New Test, Digga, wa? Bist du schon längst fertig, Alter, Mann, Alter? Das ist schon hier Nachspiel. Ich krieg Lust auf Frühling. Oh. Echt jetzt? Oh. Bei ihr ging komplett das Kopfkino los. Ich habe es erstmal gar nicht verstanden, weil ich so dachte, hä, er hat sich selbst nie ausgesucht, Raffaela hat ihn ja ausgesucht und die sind jetzt einfach erstmal dort oben auf der Terrasse. Also, Girl, noch eine kurze Beruhigung. Aber klar, wenn man dann dort drin ist, dann ist man ja eh in einem komplett anderen Film. Und ich glaube, die Gefühle spielen auch ein bisschen verrückt und dann nimmt man sowas alles ein bisschen emotionaler, als man es draußen wahrscheinlich machen würde. Und dann noch der nötige Alkohol dazu. Und dann noch... Ich nehme das jetzt mal ganz kurz vorweg. Antonino. Auch wenn er mit ihr heute Abend schläft. Bei ihr. Bei ihr. Höchstens. Höchstens. Wir reden hier von höchstens. Ein Handjob oder ein Blowjob wird dann nicht mehr sein. Weißt du, was ich meine? Weil sie es will und nicht mal, weil er es will. Auch mit so einer Abgeklärtheit. Du, da gibt es halt maximal einen Handjob, aber das wird den William jetzt auch nicht so sonderlich gut gefallen. Der wird da sitzen und sagen, ja, mach halt. Ich denke, Antonino, hallo, stopp. Die Frau ist doch offensichtlich schon emotional komplett fertig. Was soll denn das jetzt noch? Ja. Richtig sinnlos. Dann haben wir noch Estelle und Leon auf dem Daybed liegen. Ich will halt die ganze Zeit nicht so reingrätschen zwischen dir und Jesse. Kannst du aber ehrlich, also wirklich jetzt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin es halt einfach nicht gewohnt so, dass da noch so krass so eine andere Frau ist, weißt du? Mhm, ja. Aber so, ich habe halt keine Lust, so zweite Wahl zu sein. Ich schwöre, das ist bei mir auch so, ne? Ich mag und das genau gar deswegen nicht. War ich so dann halt ich nicht, ne? Ich mag das gar nicht, deswegen bin ich auch eigentlich... In meinem Kopf ein bisschen upturn auf Jesse. Go get angry at my honesty. Estelle hat ja vorher schon mal irgendwo gesagt, dass eigentlich nur Leon so ein bisschen ihr Typ wäre. Da dachte ich, na komm, dann unterhaltet ihr euch auch mal. Und sie will ja die Leute auch wirklich kennenlernen. Ne? Und wahrscheinlich war auch so eine Frage vorher in dem Fragebogen drin. Was ist dir wichtig an einer Beziehung? Und dann sagt er halt so, naja, Ehrlichkeit und Treue. Krass, das habe ich auch angegeben. Leute, also jetzt müssen wir uns wirklich mal, an dieser Stelle müssen wir uns jetzt mal ganz kurz unterhalten. Jetzt macht mal jeder, der da mitmachen will, sein kleines Heftchen auf und schreibt sich jetzt mal hin. Treue und Ehrlichkeit ist vermutlich das, was jede Person sagt. Und nicht, humorvoll. Sollte man vielleicht mal seine Werte noch mal kurz überdenken, wenn einem das nicht wichtig ist. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, krass, du musst es ja sein. Reichst du auch noch gerne? Heftig. Ach, du trinkst auch gerne noch Getränke, also Wasser und sowas? Atmest wow. du? Du atmest, um am Leben zu bleiben? Wow, du bist es. Perfekt, Mensch. 99,99%. Also wir müssen halt in die Max. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Also wer soll es halt sonst sein? Oh. Gut. Und dann kommt endlich raus, weil ich dachte auch so, es wird jetzt komplett unter den Teppich gekehrt, wie du gerade schon sagtest. Aber irgendwie hat Saira nun mitbekommen, dass es wohl eine Wette gab. Was? Das ist extrem asozial und... uncool. Was geht bei denen schief? Ich hab euch gesagt, die Jungs sind viel mehr fake als wir. 100 Euro? Ja. Ist auch ein ganz schön niedriger Betrag hier. Eigentlich peinlich. Ganz peinlich. Wie der Weg dorthin war, das wird uns natürlich nicht gezeigt. War auch egal. So. Ich war einfach nur froh, dass es rausgekommen ist. Und sie hat ja auch Dustin angesprochen, ne? Ja. Und er hat ihr das auch. Also ganz klar gesagt, nicht so wie Jessica, er ist nicht rumgerudert, er hat es ihr gesagt. Wie du auch schon meintest, er braucht überhaupt nie anzukommen, das ist halt so ein Jungsding. Dann ist euer Jungsding trotzdem scheiße. Scheiße. Das hat, also sorry. Dieser Spruch auch schon wieder, ja, das war ja auch gar nicht so ernst gemeint. Dann lass es doch. Also dann lass es doch einfach. Komplett du hast, also kannst ja nie so schnell die Kameras auch vergessen. Und es ist auch nie so, dass dann andere Typen draußen sich denken, boah, was ist das für ein geiler Macker? Nein. Keiner denkt sich das, dass das eine geile Aktion war. Und dann habe ich aber Saira gefeiert, weil sie dann auch noch, sie ordnet das ja auch komplett richtig ein und sagt dann noch in diesem Interview, also ganz ehrlich, 100 Euro ist auch ein bisschen zu wenig. Gleich wieder komplett gefühlt, die Frau. Ja. Oh Gott, jetzt kommen wir zum Boom Boom Room Fiasko. Mhm. Also die beiden hatten ja ein schönes Date. Man hat auch schon an den Augen und an der Sprache, an der Zunge gemerkt, da floss auf jeden Fall einiges an Alkohol. Und dann geht... Kurze Frage an dich noch vorweg. Findest du, bei den beiden herrscht ein Vibe? Mhm.
Nicht so richtig. Das war also, ja so holzig und stolprig. Ich konnte es aber ja auch davor schon. Ja? Ja, es ist, also entweder da fließt dauerhaft Alkohol, dass man gar kein richtig geiles Gespräch so führen kann, weißt du, das ist, weil es wirkt immer so, so ganz viele Sachen werden übersprungen, dann ist man plötzlich woanders im Gespräch, einfach nur, um es irgendwie aufrechtzuerhalten, so völlig wahllos. Weiß ich nicht, ob es da am Ende bloß die körperliche Anziehung ist, die den beiden da irgendwie was verspricht, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegen sie dann im Bett und also, da denke ich mir auch, William, hast du es vorher nicht geschafft, zu sagen, was du sagen möchtest? Weißt du, eigentlich ist ja schon die Schlafenszeit eingeläutet. Ich weiß, dass es das Spiel ist. Ich kann es dir aber nicht antun. Das heißt? Dass ich ohne mich schlafen werde. Echt? Ja. Es tut mir leid. Er hat mir jetzt irgendwie schon voll die Hoffnungen gemacht und dann am Ende halt so einen krassen Rückzieher zu machen, ist halt für mich schon mega verletzend einfach jetzt gewesen. Okay. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich dann merken, was es bedeutet, wenn du wirklich keine Aufmerksamkeit von mir bekommst. Quasi in dem Moment, wo es eigentlich hätte schön werden sollen, dann so abserviert zu werden, ist schon nicht cool auf jeden Fall. Hallo? Geht's noch? Grundsätzlich an sich, müssen wir jetzt mal fair bleiben, war das auch ein fairer Move von ihm. Weil was soll er, das hatten wir schon oft genug, was soll er jetzt mit ihr dort die Nacht verbringen? Es wäre definitiv gekuschelt worden, am Ende sogar noch ein Kuss gefallen. Um dann am nächsten Tag Ärger mit Dana zu haben, dann wird ihm klar, ach, eigentlich ist mein Herz eher bei Dana, um dann bei Raffaella anzukommen und dann wieder sozusagen, dass er das fast schon bereut. Das wäre ja noch arschiger gewesen. Aber wie du eben schon sagst, warum haben wir es denn nicht vorher schon geschafft? Ich meine, die Hose war schon aus. Ja, eben. Dann muss es doch dort vielleicht schon mal oben klingeln. Ach, möchte ich das jetzt wirklich oder nicht? Ja. Aber Ela hat so hart getroffen. Ach, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das tat mir sehr leid, ne? Also ich dachte mir auch auf der einen Seite, vielleicht ein bisschen übertrieben, weil so schlimm. Wir haben schon wieder dieses Thema, dass die viele Kandidaten, meistens Frauen, sich dann denken, das sieht jetzt ganz Deutschland und jetzt stehe ich da wie der letzte Trottel. Leute, ihr steht nicht da wie der letzte Trottel. So, wenn einer wie ein Trottel da steht, dann ist er das jetzt so in diesem Moment. Aber ja, also ich fand es jetzt nicht so krass schlimm, ne? Aber eben, wenn ich ganz viel Interesse an ihm hat, dann ist es natürlich ein Arschtritt. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ich dachte mir auch so, er hat jetzt nicht so krass Schlimmes gemacht. Ja. Es ist halt, bei ihm war es vorher ein Ego-Ding, dass sie ihn nicht zum Date gewählt hat. Und für sie ist es einfach ein komplettes Ego-Ding, dass er sie dort jetzt mal versetzt hat. Und das ist für niemanden schön, das müssen wir auch akzeptieren. Aber wir müssen daraus jetzt auch nie ein 24-stündiges Drama machen. Haken dran, move on. Eigentlich nicht, ja. Aber plötzlich hat ja auch Dana ein Problem. Also weiß ich gar nicht. Erst kommt er runter und sie scheint ja recht froh darüber und sagt aber auch, dass ein paar Sachen sind halt irgendwie noch zu klären. Was willst du jetzt? Wo beschwerst du dich jetzt? Warum beschwerst du dich jetzt? Hä, ich beschwere mich doch nicht. Oder ich will doch einfach nur darüber reden. Ja, auf was? Und für mich ist das Thema noch nicht durch. Ja, dann ich schlafe heute nicht hier. Okay? Ja, wie du möchtest. Ja. War sinnlos, auf jeden Fall hat es darin geendet, dass er jetzt auch nicht bei ihr geschlafen hat, sondern dann am Ende draußen irgendwie mit Antonino, glaube ich. Ja, oder wieder. Nächster Morgen. Leon möchte jetzt irgendwie ein bisschen mit Jessica abschließen, weil er doch der Meinung ist, ach, so ein Hin und Her, das möchte er gar nicht, er ist keine zweite Wahl. Ich habe gestern Abend für mich so entschieden, dass wenn die Jessie sich nicht entscheidet, egal in welche Richtung, dass ich halt einfach einen Cut ziehen muss. Au. Ich bin kein Hampelmann, der hier auf irgendjemanden wartet. Dafür ist mein Interesse einfach bei anderen auch viel zu groß. Und dann kommt Saira dazu. Und dann gab es das zweite große Fiasko irgendwie. Und sie steckt ihm, dass Jessica beim Bierpong ja nun Mike gewählt hätte für den Boom Boom Room. Weißt du das gar nicht? Nein, hat mir keiner gesagt. Wir haben gespielt Ping-Pong, Bierpong. Was eine egal, reicht mir. Ehrlich, danke. Echt? Ich schwöre, ciao. Was ist das denn für eine Also, ich muss noch mal fragen bei allen. Was für eine Frag bitte noch mal die Jungs, ob das wirklich... Ach, ist mir scheißegal, das Thema ist durch. Die kann mich am Arsch lecken. Leon ist ganz schön sauer geworden, als er das erfahren hat. Mir tut das auch mega leid, zufälligerweise, weil ich dann die erste Person, die es ihm irgendwie aus Versehen ausgerutscht ist oder irgendwie gesagt hat. Er wollte dann auch gar nicht mehr weiter das Thema besprechen, verständlich, weil
Das geht halt nicht. Der kriegt einen kompletten Totalausfall, ist so, so sauer. Und ich hatte mir dann noch aufgeschrieben und dachte so, ja, jetzt wird hier ausgerastet. Am Ende sucht er später noch das Gespräch zu ihr und dann gibt es schon wieder den nächsten Kuss. Können wir schon vorwegnehmen, sollte wohl nicht so sein. Aber ja, kompletter Totalausfall. Ich habe aber auch da Saira wieder komplett gefühlt, wie sie da saß und so war. Also, nee, das war's jetzt. Und sie, echt jetzt? Also frag lieber nochmal nach, weil ich weiß nicht, ob es jetzt richtig war von mir. Liebe die. Dustin und Isa haben nochmal ein Gespräch und dann da hatte ich direkt wieder dieses Gefühl von Dustin, also das hat er auch vorher schon die ganze Zeit gesagt, wenn er hier nur leichte Nummern haben wollte, das kann er zurück nach Hause fahren, das hat er alles in Berlin, weil er so der übelst geile Typ ist und der richtig geile Stecher. Und dann hatte ich so gedacht, Dustin, sieh zu, dass du aus dieser Slut-Shaming-Perspektive sofort rauskommst. Denn er sagt zu Isa ganz schnell. Ganz schnell. Husch, husch. Ich zähle bis 3. Denn er wirft Isa tatsächlich vor, dass sie ihre Nippelpiercings gezeigt hat. Und da muss ich jetzt mal sagen, Isa, Ehrenfrau, verdammte Ehrenfrau, die einfach auch wirklich komplett das, wie sagt man, das Gas außen, oder fuck, Alter, wie sagt man denn? Den Gas macht. Denk, nee. Und das Thema hier ist, wie sie den anderen den Wind aus den Segeln nehmen. Egal. Das Tempo rausnimmt und sagt ganz ehrlich, sind fucking Brustwarzen. Männer haben Brustwarzen, ja. Frauen haben Brustwarzen. So, easy going. Und wenn ich das zeigen möchte, wenn jemand danach fragt, dann zeige ich es. Punkt, aus, Ende. Hört auf immer hinter so einer Scheiße irgendwas Sexuelles die ganze Zeit zu sehen. Ja. Fand ich geil auf jeden Fall. Und wenn sie für sich sagt, sie ist der lockere Typ, dann ist das ein lockerer Typ. Genauso wie Kerstin ein schüchterner Typ ist. Deswegen kannst du nie aber einfach diesen Frauen noch andere Charakterzüge einfach hinzubuchen. Voll. Weil ich finde so, das, was wir jetzt bisher sehen, sie wirkt halt auch null, als ob sie sich anbiedern möchte dadurch. Sie wirkt halt einfach so wie, ja, ich bin halt so, was erwartet ihr denn jetzt von mir? Und das hat sie dann auch nochmal schon ganz schön krass mitgenommen, den Rest der Folge, logischerweise. Naja, Marie sagt ihr ja dann auch noch, dass sie als Sexobjekt wahrgenommen wird von den Jungs. Und da war es dann bei Isa auch richtig aus. Aber dann war William auf jeden Fall nochmal für sie da. Da dachte ich mir auch so, Ehren-William. Ich bin halt so einfach voll locker und offen. Ich habe so kein Problem mit meinem Körper, das zu zeigen, weißt du? Also ich glaube, so erwachsen sollte man schon sein, dass man das irgendwie damit umgehen kann. Also ohne irgendwie eine Frau deswegen abzustempeln, nur weil sie das zeigt. Also das ist absoluter Bullshit. Ja, aber du bist erwachsen, weißt du, was ich meine? Du bist halt ein richtiger Mann und ich habe das Gefühl, hier sind richtig viele so Jungs noch. Nein, ich finde überhaupt nicht, dass Isabelle ein Sexobjekt ist, beziehungsweise ich finde, keine Frau ist einfach ein Sexobjekt. Wenn Männer Frauen so sehen, das ist einfach nur Macho-Gehabe. Und ich finde, es ist eher eine beschränkte Denkweise, wenn man eine Frau danach verurteilt. Der hat auch nochmal zusammengefasst, dass man so einfach nicht denken soll. Das sind einfach Jungs und keine Männer. So. Und ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, so, definitiv. Richtig. Ich hoffe, dass sie da jetzt wieder ein bisschen rauskommt aus ihrem Tief und dass jetzt auch mal die Männer da, die Jungs checken, was hier Phase ist. Er hat auch nochmal mit Dustin gesprochen und er wirkte zumindest so, als ob es bei ihm angekommen ist. Bin gespannt, wie das weiterläuft. Wir haben ja aber auch noch unsere liebe Jessica, unser kleines Sorgenkind. Ja, Saira möchte gar keinen Bock auf Streit und sagt direkt, ey, Nur, dass ihr Bescheid weißt. Ich hätte gedacht, dass Leon das schon längst weiß. Und wenn das zum Beispiel bei mir passiert. Leon was weiß? Zum Beispiel gestern beim Ping-Pong, wo wir da gespielt haben mit diesem Bum-Bum-Mu, wo du gesagt hast, du würdest Mike wählen. Das wusste er nicht und das hat den gerade übel schockiert. Ja, Jessica ist erst so ein bisschen genervt, weil sie sich so denkt, was hängt ihr euch denn da alle rein? Fand ich halt nicht so cool von ihr, ne? Das ist halt wieder so, warum ist das denn überhaupt wieder Thema? Warum holst du es denn überhaupt wieder hoch? So, hä? Und dann kommt sie aber sofort zu mir so einer auf, ja, sorry, ich hab's gesagt, ich wusste das gar nicht und so. Das ist halt immer andere Leute, wenn deren Leben zu langweilig ist, machen sie halt dein Leben, was gerade so vielleicht so ein bisschen spannender ist zu ihrem und mischen sich halt in alles ein und ach. Aber ja gut, damit musst du leben, Jessie Mausi. Ja. Und dann fand ich aber ihre Reaktion eigentlich echt sehr cool. Weil wenn du erfährst, dass sich der Leon da kurz mal genannt hat, sagt sie ja auch so ganz ehrlich, sowas Dummes,
was will er da von mir? Das ist das Ego, bla bla bla. Auf jeden Fall coole Reaktion. Ja, fand ich auch. Aber ich weiß auch nicht so ganz, ob das vielleicht auch so ein kleiner Schutzmechanismus war, weil ich finde, sie wirkte jetzt nicht so ganz tough dabei. Nee, man muss aber auch bedenken, dass sie halt auch erst 21 ist. Ne? Also da muss man... Ja, aber trotzdem finde ich es auch cool, weil sie nimmt sich dann am Ende Mike und Leon zur Seite, weil sie hätte ja auch einfach sagen können, du, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr drauf, ich ignoriere den Mann jetzt, aber sie haben sich doch nochmal zusammengefunden. Also ich war einfach geschockt über das, was ich erfahren habe von dir. Also, der soll mal ein bisschen den Ball flach halten irgendwie. Du entscheidest dich nicht. Und das Ding ist, bei ihm bist du so ein bisschen hier, bei mir bist du so ein bisschen da. Du entscheidest dich nicht. Nee, ich hab deswegen rede ich mit euch, weil ich mich jetzt entschieden habe. Ja, weil du dich jetzt entschieden hast, weil ich dir... Für wen hast du dich entschieden? Zu Mike, ne? Na, ja, ich habe mich für Mike entschieden. Genau. Ey, du bist so falsch, krass. Du bist richtig krass. Das war's jetzt für mich. Also, sie kann jemand anders verarschen. Und ich sag euch, mit Drops bei denen ist Nanny gelutscht. Kennen wir da das Drama. Ja, das stimmt auch wieder. Oh. Der hält auf jeden Fall dran fest. Sie sagt, er muss auf jeden Fall mein Perfect Match sein. Sie will jetzt nicht, hat sich zwar für Mike entschieden, was übrigens auch die größte Sinnlosigkeit ist. Also generell, dass Mike bei diesem Gespräch dabei war, war die größte Sinnlosigkeit. Da saß du einfach nur die ganze Zeit daneben und hat den anderen beiden beim Streit zugehört und zugeguckt. Wirklich. Ja, aber sie ist der Überzeugung, Leon ist mein Perfect Match. So. Für mich einer der süßesten Momente kommt jetzt, weil Antonino mit seiner kleinen Gigi Transformation, er geht langsam den ersten Schritt und er läuft da richtig süß durch die Villa mit Monami, da wird ein bisschen Händchen gehalten. Ich kann mit ihm reden, ich kann mit ihm lachen. Wisst ihr, was siehst du heute an? Lass dich überraschen. Also gar nichts. Wirklich? Ehrlich? Elegant oder... Lass dich überraschen. Sie ist super süß. Lieb, hör zu. Und ich kümmere mich auch gerne um sie, wa? So, Matching Night. Endlich. Oder wie Jordi sagt, jetzt geht's in die Magic Night. Keine Ahnung, woher das kommt, aber wir gehen jetzt in die Magic Night. Ja, also ich muss jetzt mal sagen, so grundsätzlich all in all betrachtet, gab es für mich keine krasse Überraschung dabei. Wie sieht's bei dir aus? Ja, für mich eigentlich schon, weil es ging los, dass Leon, also es ging ja erstmal wieder mit William und Raffaella los und so, bla bla bla, können wir überspringen, Leute, wirklich, wenn ihr die Matches wissen wollt, ihr müsst die Folge gucken. Wir können jetzt nicht jedes Match durchgehen. Nee. So, auf jeden Fall nimmt Leon Estelle und dann wird kurz auf Mike im Hintergrund gezoomt und er war so, ja. Das heißt, Leon, du willst... Estelle? Digga, was? Okay, Estelle. Also ich fühl's mit uns beiden auf jeden Fall und ja, also ich kann mir da auf jeden Fall mehr vorstellen. Ich dachte so, hä? Why? Mike, was, warum denn krass? Was haben wir jetzt daran verpasst? Und dann, später wird Mike gezeigt, wie er sich wieder für Jolina entscheidet. Leute, falls ihr euch wundert, letzte Folge haben wir gesagt Josephine oder Josephine. Wir meinten Jolina, tut uns leid, jetzt haben wir es drin. Und Jolina sagt auch nochmal, ja, ich bin jetzt davon ein bisschen überrascht, denn eigentlich hat jetzt Mike mit mir nicht mehr so die Gespräche gesucht gehabt in den letzten 2 Tagen. Mike sagt auch, ja, ist richtig. Ich habe für mich jetzt aber auch gedacht, dass ich das morgen dann mit Jessica beenden möchte. Da dachte ich erstmal, okay, cool, warum halt erst morgen? Warum sucht man das Gespräch jetzt nicht schon gleich heute? Egal. Und dann haut der raus, eigentlich wollte ich auch Estelle nehmen. Ja, why? Hä? Also wo kommt es denn her? Haben wir die beiden zusammen gesehen, die Folge? Null. Nee, ne? Null und auch und also unterschiedlichere Typen als Mike und Leon kann es ja gar nicht sein. Bestimmt. Dann muss ja Estelle auch Mike das Gefühl gegeben haben, dass da irgendwas wäre. Also das, I didn't see it coming. Ja, da hast du recht. Was ich auch nicht coming gesehen habe, war, dass Jordi nochmal Saira nimmt. Das hat mich insofern nicht überrascht, weil der Typ mich halt gar nicht mehr überrascht, weil da erwarte ich einfach alles. Aber sie hat sich auch gedacht, du, why, what for? Das Ding zwischen uns durch. Es ist eine Frau mit Klasse, dem will erobert werden. Das ist eine Löwin. Lass es sein.
Auf jeden Fall war ich auch noch von der letzten Entscheidung überrascht. Tim hatte sozusagen keine andere Wahl mehr und es war nur noch Jessica übrig. Und Tim hatte erst so den Eindruck gemacht, naja, meine drei Favoritinnen sind jetzt schon alle vergeben. Und da war ich kurz überrascht und dachte so, kurz mal zurückspulen an dieser Stelle. Tim hatte in der ersten Folge gesagt, dass Jessica voll sein Typ wäre. Da hat er sie doch auch beim geküsst, oder? Beim Flaschendrehen? Ja. Wer weiß, was da passiert ist. Ich meine, die sind am Anfang immer alle der Meinung, jeder ist da irgendwie der Typ. Gut, Jessica war ganz schön angepisst, glaube ich, von allem insgesamt, dass sie halt wahrscheinlich auch die Letzte war, die da gewählt wurde, wie beim Sport. Aber so eine richtig, also richtig gut vorangebracht hat's die nicht. Denn wie viele Matches kamen am Ende raus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Lichter nur. Und alle sind so, hä, okay, krass. Also müssen es ja auf jeden Fall Max und Kerstin sein und Antonino und Monami, weil sie saßen auch schon beim letzten Mal zusammen. Und dann doch noch irgendjemand. Wer war es noch? Wer eigentlich auch schon die Matching Night davor zusammen saß? Irgendein Pärchen hatten sie auf Mike und Jolina? Ja. Ja, aber da, Leute, da muss ich euch leider auch den Zahn ziehen, weil nur weil ihr da zufällig zur selben Zeit gleich sitzt, heißt das ja nicht, dass das jetzt so sein muss. Ne? Also bitte versteift euch darauf nicht. Ist ja eh schon abgedreht, aber egal. Waren diese zwei Folgen nicht sonderlich spannend, aber mir macht das Format trotzdem sehr viel Spaß. Ja, mir macht das auch übel Spaß. Es lässt sich an sich voll gut weggucken, aber ich hoffe trotzdem, dass nächste Folge dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr abgeht und wir uns nicht um die zwei gleichen Dreiecke die ganze Zeit drehen. Ja. Und ich möchte auch an diese, ich habe gar keinen Bock auf, dass Jessica nur gegen Estelle ausgetauscht wird und Estelle dann die nächste im Dreieck ist zwischen Mike und Leon. Da habe ich auch keine Lust drauf. Nee, stimmt. Oh Gott. Ich ahne auf jeden Fall schon Schlimmes, aber wir sind gespannt. Leute, ihr lasst jetzt bitte hier einen Kommentar da. Natürlich auch ein Like und falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich auch ein Abo bei YouTube und bei Instagram auf sämtlichen Kanälen, wo ihr uns finden könnt. Auf Instagram findet ihr uns definitiv und da ist auch nochmal ein Linktree. Da einmal durchklicken, Abo, 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 Abo da lassen. So. Das wäre unser schönstes Weihnachtsgeschenk. Wir haben am Montag den Gewinner aus, die Gewinner ausgelost für unseren Trash-Kurs. Nochmal, nein. Oh Gott. Wir haben am Montag die Gewinner ausgelost für die Trash-Kurs-Edition von Wer ist es? Die Gewinner wurden benachrichtigt. Falls ihr das nicht gewesen seid, tut uns sehr leid. Wir denken uns nochmal was Neues aus demnächst bestimmt. Wir gehören zu Tag 24. Diese Woche kriegt ihr noch Temptation Island VIP. Und Weihnachten ist ja auch noch. Nee, wir machen Weihnachten nichts. Ich meine für Sie, also da kann man sich ja generell drauf freuen. Gut, und an dieser Stelle sei euch auch schon mal gesagt, Breaking Trash ist in der Winterpause und wir versuchen natürlich unseren Content oben zu halten, auch in den Feiertagen, zwischen den Feiertagen und ansonsten einfach mal den Trash-Kursplan abchecken dann auf Instagram. Dann seht ihr, wie wir die Woche veröffentlichen. So, jetzt erstmal husch husch ab ins Körbchen. Wir gehören zu Tag 24. Seid so, wie ihr bleibt. Tschüss.